Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollen wir mal Mondo Italiano probieren. Steinofenpizza. Ich habe die Steinofenpizza von Netto und sie hat gekostet, Moment, ich schau mal eben nach, 2,49 Euro. Ja, da könnt ihr das lesen. 2,49 Euro. Es sind drei Pizzen drin. Das ganze Paket hat 1050 Gramm. Eine Pizza hat 350 Gramm. Es ist eine Edelsalami. Ja. Und dann schauen wir uns doch gleich mal die Zutatenliste an. Ups. Und darunter ist dann auch gleich die Nährwerttabelle. Ja. Und das Ganze kann im Backofen gemacht werden. Einmal mit Ober- und Unterhitze für 10 Minuten bei 220 Grad oder bei 200 Grad 10 bis 12 Minuten mit Umluft. Tja, ich werde die Pizza natürlich hier mit normal, also ohne Umluft machen und werde die logischerweise dann 12 Minuten im Ofen drin behalten. So sieht die Pizza im gefrorenen Zustand aus. Ich gehe hier zum Ofen, schmeiß die Pizza rein und wir schauen dann mal, wie sie dann aussieht, wenn sie aus dem Ofen kommt und werden sie dort dann auch testen gleich. Also bis gleich. So, nach 12 Minuten ist die Pizza jetzt fertig und ja, jetzt wollen wir sie mal hier probieren, wie sie schmeckt. Tja, also die Pizza, der Boden ist, wie ihr sehen könnt, ja schön knusprig. Er ist auch schön stabil, nicht so labberig. Das hier oben drauf ist auch nicht zu hart gebrannt oder eingebrannt oder so. Die Pizza ist, oder beziehungsweise die Salami, ist auch nicht zu scharf. Sie hat einen schönen Fruchtgeschmack, tomatig, fruchtig. Und ja, der Belag ich sage mal für so eine in Anführungsstrichen Billigpizza vollkommen ausreichend. Also da habe ich andere Billigpizzen gesehen, die hatten wesentlich weniger drauf. Der äußerste Rand ist schön knusprig, knackig, wie er sein sollte. Nach innen rein wird es ein bisschen weicher, aber wie gesagt, der Unterboden ist so, dass er nicht labbrig ist von der Konsistenz her. Also sie hält das Gewicht gut, sie geht ein bisschen runter, aber ich hatte schon andere Pizzen, da ging der Boden dann, der ging sofort runter und es fiel alles runter, was hier ja nicht ist.
Ja, zu dem Brettchen, also keine Panik. Ich habe hier kein Tablet genommen oder so. Es ist ein Glasuntersetzer, den ich mal, ja, ich glaube von Biglo hatte ich den mal. Ich fand es cool, weil im ersten Moment könnte man wirklich denken, es handelt sich um ein Tablet. Aber ist es nicht, es ist nur ein Glasuntersetzer. Gut, jetzt zur Bewertung. Also für mich schmeckt die sehr gut. Ich kann sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Sehr lecker. Und wie gesagt, fruchtig. Genauso wie eine Pizza schmecken sollte, meiner Meinung nach. Also mir schmeckt sie. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gern, ja, das Video teilen, auf Facebook, auf Instagram, auf Google Plus, wo immer ihr möchtet, habe ich absolut nichts dagegen. Ihr könnt auch ein Abo dalassen, würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten, ja, sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.